Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit God of Hallo? War Ragnarök. Ich bin da. Odin. Vogel, ist das Asgard? Das ist Asgard. Ja, das ist Asgard. Hey, warte. Ja, Freunde, schön, dass ihr am Start seid. Das sieht mega geil aus. Boah, sieht das... Alter, sieht das geil aus. Ich bin sehr gespannt. Wo immer ich auch bin, es ist wunderschön. Keine Spur von Fimbulwinter. Das ist Death Stranding 2 hier. Ich bin in Asgard. Warte, ich komm ja. Da ist die Brücke. Das ist Death Stranding 2 von. Das sieht richtig geil aus hier. Und die Rägegner. Die Rägegner, die wir auch kennen. Oh, nicht sehr freundlich. Das ist halt wirklich, das ist, muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich so ein Punkt, den finde ich ein bisschen schade. Das ist alles hier auf absolutem Top-Level, gerade wenn ich mir so reinziehe, welche Spiele ich die letzten Monate gespielt habe, oder allgemein dieses Jahr schon. Was für, also viel, viel Mittelmaß, wenn überhaupt, dann ist God of War Ragnarök absolute Klasse. Aber so, das mit den Gegnern, Gegnervarianz, das hätte ich mir persönlich schon mehr gewünscht, ehrlich gesagt. Hätte ich mir schon mehr gewünscht. Weil diese Gegner haben wir jetzt in drei oder vier verschiedenen Welten besiegt. Wir sind in Asgard, ich denke mir, Junge, was kommt jetzt? Und es sind einfach die alten Gegner, die wir jetzt schon kennen, tausendfach schon besiegt haben in dem Spiel. Es ist ein bisschen schade so. Das ist, ja, meckern auf absolutem Über-Top-Level, das ist ganz klar. Ja, das muss ich auf jeden Fall dazu sagen. Aber vielleicht versteht ihr das oder vielleicht fühlt ihr das sogar. Aber, ja, wie gesagt, das ist so... Ja, ein kleiner Punkt. Oh, Junge, geil, zerfetzt einfach. Oh, das sieht aber wirklich, also irgendwie sieht das überragend krass aus, ey. Weil es irgendwie so einen realistischen Look hier gerade hat, wa? Als hätten die irgendwie so eine Umgebung gescannt in Irland oder sowas. Oder Island oder was weiß ich, weißt du? Als wenn die da irgendwie so an so einem Fjord sind, haben die ja mal kurz so fotografiemäßig das gescannt ins Game gebracht. Das sieht ultra geil aus hier. Ich sollte lieber weiter zur Mauer. Ja. Freunde, übrigens, checkt gerne mal das Gewinnspiel von meinem Partner. Link in der Videobeschreibung. Und, wenn ihr Bock habt auf mehr Gaming von mir, der sauberes Gaming, musstest gerne mal den Kanal abchecken. Und natürlich auch das Gewinnspiel abchecken. Link in der Videobeschreibung. Und übrigens, laut Speichern habe ich jetzt schon 17,5 Stunden. Und man hätte natürlich jetzt schon viel mehr rausholen können auch. Gerade so in den offenen Gebieten hätte man sich noch mehr umgucken können. Aber ich habe es euch ja, habt ihr ja die Videos gesehen. Obwohl es kommen immer wieder Leute, die irgendwie Videos kommentieren, wie ich sehe. Wo du dir denkst, Alter, die gucken nicht die Videos, kommentieren sie. Aber es ist einfach, in diesem Sinn werde ich niemals verstehen. Ich werde es niemals verstehen. Niemals verstehen, begreifen, wie ich verstehe es nicht. Aber, ihr habt ja gesehen, ich verbinde das Erkunden ein bisschen mit den Nebenmissionen. Fürs Let's Play. Ja, Gefahr! Ich weiß! Verstanden! Ich sehe sie! Was ist das vor allem für ein Empfang, Junge? Was ist... Ich würde jetzt schon denken, was ist Odin für ein Lappen, Alter? Weißt du, er holt mich in seine Welt und dann muss ich mich selber hier durchkämpfen. Er kann nicht mal dafür garantieren, dass ich hier safe ankomme bei ihm. Was ist das für ein Lappen? Jetzt mal ernsthaft, oder? Jetzt mal ernsthaft, Real Talk. Odin, du Lappen, hör mich an! Du kannst gar nichts. Unfassbar, ey. Er will ihn auf seine Seite holen, Odin, aber kann nicht mehr dafür sorgen, dass wir auch lebend bei ihm ankommen, ne? Das ist das, was ich je gemacht habe. Aber wenn ich sofort das Schicksal ändern kann... Ja, red doch noch lauter darüber. Red doch noch offener darüber. Hey, Vogel! Sag doch am besten Odin. Sag es doch am besten. Warte, Odin direkt. Ich komme. Ich muss nur da durchkommen. Komm mal da oben irgendwie hin. So, wo geht's jetzt lang? Erzähl doch Odin am besten vor der Prophezeiung, von der er nichts weiß. Laut deinem Wissen. Sag ihm doch alle, einfach alles. Was soll ich zu Odin sagen? Hallo, ich möchte so etwas wie dein Lehrling sein, aber das heißt nicht, dass ich dir diene.
Nicht auf eine Art, die etwas mit einer Prophezeiung zu tun hätte. Okay, okay. Junge, der ist geil, der Move. Zack. Ey, du Sackgesicht. Hallo, darf ich mich bewegen? Danke. Okay. Seite der Wand ist es sicherer. Moment, wie komme ich an der Mauer vorbei? Das kam in Mimirs Geschichte über Rimthrul gar nicht vor. Wenn der Sohn des Steinmetzes eine Schwäche eingebaut hat, weiß nur Freya davon. Und ich habe sie nicht gefragt. Und warum war Freya überhaupt im Haus? Ist sie bei uns eingezogen? Egal, konzentrier dich, Loki. Was ist jetzt los, ey? Was redet ihr gerade? Was passiert hier gerade alles? Ich check es nicht. Ich check es nicht. Wie kann er. Was redet der da gerade? Was. Also, da sind wirklich so viele Sachen da gerade in dem Satz gewesen, das einfach keinen Sinn macht. Warum ist sie bei uns eingezogen? Du hast selber gesagt, oh, wie haben sie sich vertragen? Du weißt, dass sie sich vertragen haben. Das ist der erste Punkt. Warum nennst du dich jetzt selber Loki plötzlich? Ist der zweite Punkt. Was soll das plötzlich? Was soll das? Was soll das? Was passiert hier? Atreus, was machst du? Du hast so Angst, Bruder, sogar selber gesagt, nenn mich Atreus. Jetzt sagst du wieder zu dir selber Loki. Warum? Und komm mir nicht mit dem Argument, ja, Odi wird ihn schon hören, deswegen macht er so oft Tarnung mäßig. Er redet die ganze Zeit offen über irgendwelche Sachen, die er besser Odi nicht sagen sollte. Das macht also. Ey, irgendwie macht das keinen Sinn. Was geht hier ab, ey? Was redest du, kleiner Mann? Vater würde das mit seinen Klingen wegbrennen. Was kann ich machen? Ach, Atreus, ey. Vielleicht hilft mir die Siegelmagie auf meinem Bogen. Was sagte Brock? Wenn ich die Dorn mit dem Feuer anzünden könnte. Volker! Ja, die sind verbunden jetzt. Oder nicht? Jetzt? Okay. Na bitte. Okay, gut, dann holen wir uns natürlich jetzt auch die Kiste. Jetzt, Mensch, die Steine, die sollte man auch mal hier wegräumen. Ach, Mann, ey, nee, ey. Ich will's einfach nicht sehen. Ich will es einfach nicht sehen, Mann. Das ist der falsche Winkel zum Feuer. Ich bin ja auch noch nicht fertig, ey. Bin ja auch noch nicht fertig. Es ist doch genau neben dem Feuer. Oder muss ich es wirklich ins Feuer ballern? Den letzten Schuss. Ich will die Kiste haben, ey. Ach, Mann, ich will es einfach nicht haben, Mann. Ich will nicht haben, dass sie sich streiten. Ich will es einfach nicht. Meint ihr, das klappt jetzt? Hat's geklappt? Ja, okay. Ich will es nicht. Aber er labert wirklich jetzt gerade so viel unsinniges Zeug. Das macht einfach keinen Sinn, ey. Das macht wirklich keinen Sinn, teilweise. Ja. Nee. Nein. Der geile magische Schuss, den ich jetzt habe, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich bin so gespannt, was jetzt gleich passieren wird, wa? Wenn er auf Odi trifft. Moment mal, das klingt nach Menschen.
Brauchst du Hilfe? Du siehst etwas verloren aus. Oh, ich schau mich hier nur um. Also, hier gibt es nur die Mauer zu sehen. Gibt es ein Tor hindurch? Nein. Außer du bist ein Asengott. Und in dem Fall wüsstest du das. Ich? Nein. Ich bin aus Midgard. Was? Ohne Scheiß? Ich auch. Skuldr. Loki. Warte mal. Seid ihr alle aus Midgard? Ja. Der, Allvater rettete uns vor der Verwüstung. Hier dürfen wir bleiben, aber wir gehen da nicht rein. Kommst nicht in die Stadt, nur mit Magie. Du kannst keine Magie, oder? Ein bisschen, doch. Was? Ohne Scheiß? Gehst du durch Wände? Noch nicht. Ah. Kann ich nicht drüber klettern? Da hoch? Einfach so? Nein, du könntest sterben. Naja, ja. Ich meine, schau sie dir an. Aber Odin wartet. Warte, du kennst den Allvater? Ich bin quasi sein Lehrling. Ohne Scheiß? Was bringt er dir bei? Ich weiß nicht. Hat er noch mehr Schüler? Ich weiß nicht. Wie lange bleibst du? Du weißt es nicht. Ich kletter jetzt die Mauer hoch. Ach, Leute. Tja, das muss ich sehen. Brauchst du Hilfe? Das ist nett von dir, aber ich muss allein gehen. Oh, ich wollte nicht mit dir klettern. Ich schulde Odin vielleicht mein Leben, aber sicher nicht meinen Tod. Nicht, dass ich glaube, du würdest abstürzen. Vergiss es einfach. Okay. Ey, Freunde, ich hab jetzt, ohne Witz, ich hab's schon erwähnt, die Lösung für Atreus-Verhalten, Pubertät. Ende im Gelände. Wer? Mehr brauchen wir nicht Odins wissen. Odins Rabe. Du weißt schon, Hugin und Munin. So. Mehr brauchen wir nicht wissen. Einfach Pubertät. Jetzt macht er wieder auf cool, er nennt sich wieder Loki. Er macht einfach cool, er macht einfach, was er will. Damit ist alles erklärt. Ja, okay, man kann es nachvollziehen. Ist doch ein Kind, er ist ein Jugendlicher, er ist Pubertät, er ist in der Pubertät, dann ist alles in Ordnung. Damit kann man alles erklären. Leute, wir haben's, ich hab die Lösung. Wisst ihr Bescheid jetzt. Freunde und Feinde. Hugin und Munin. Diese beiden sind nicht wie die Spione, die in den Welten unterwegs sind. Hugin und Munin sind Odins eigene seltsame magischen Haustiere. Im Haus habe ich gesehen, wie sie in seinen Tätowierungen verschwunden sind. Mimi hat mir einmal erzählt, wie sie so geworden sind. Dass sie einst normale Raben waren, bis Odin ihre gesamte Sippe eingefangen hat. Die meisten von ihnen briet er und aß sie zum Abendbrot. Doch an Hugin und Munin führte er Experimente durch, löschte ihre Erinnerung aus und unterwarf sie seinem Willen. Mimir bezeichnet sie auch als richtige Mistkerle, selbst für Vögel. Hey, du hörst so Geschichten und denkst dir, hey, ich gehe zu Odin. Ich kann den bestimmt kontrollieren, ausspionieren. Ja, ja. Ich bin's, Loki. Ihr kennt mich. Er kann dich gut führen, obwohl er sich mit Klettern wahrscheinlich nicht so auskennt. Geile Frise übrigens von dir. Ey, richtig geile Frise, die hätte ich auch gerne. Mann, dieses volle blonde Haar, wunderschön. Tja, Loki, du scheinst ein guter Kerl zu sein. Ich hoffe, ich sehe dich nicht gleich sterben. Danke, ich auch. Ja. Ey, Leute, ey, ich bin so gespannt, was passiert. Du weißt, du sollst nicht runterschauen, ja? Ich schau gern runter. Dann sehe ich, wie weit ich gekommen bin. Oh ja, klingt toll. Kann ich das verwenden? Zwar sehr ironisch als letzte Worte, aber... Wie bitte? Nichts, gar nichts. Hey, du machst das toll. Junge, ohne Witz. Irgendwie sieht diese Welt noch krasser aus als die anderen, weil es irgendwie so realistisch wirkt, oder? Oder? Ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben, aber vielleicht versteht ihr mich, dass man... Das ist ultra... Ich meine, alles sieht geil aus, aber irgendwie... Weißt du? Das sieht so aus, als hätten die das wirklich fotografiert. Und irgendwie so, weißt du, wie Microsoft Flight Simulator oder sowas. Einfach die Welt gescannt, die echte Welt, und dann einfach irgendwie reingepackt. Einfach geil. Ich bin so gespannt. Ich rätsel hier die ganze Zeit rum, einfach abwarten. Aber wie gesagt, das sind einfach immer so die Gedanken, die ich einfach raushaue in dem Moment. Danke, Skuldir. Hoffe, das stimmt.
So, Skyldir lebt außerhalb der Mauern von Asgard in einem Lager für Flüchtlinge aus Midgard. Ich glaube, Odin hat eine Menge Leute vor der Verwüstung gerettet, obwohl er sie selbst verursacht hat. Ich hätte es nie geglaubt, aber ich weiß, dass Skyldir ehrlich ist. Er ist nett, lustig, etwa in meinem Alter. Ich bin nicht nach Asgard gekommen, um Freunde zu finden, aber vielleicht habe ich das schon getan. Mhm, ihr seid sofort Buddies. Ja, ich bin sein Schüler. Ich lerne Magie, ja klar, ein bisschen Magie kann ich. Hier ist Tempel. Oh je. Kein Wunder, dass wir ihn nicht nutzen konnten. Sieht das geil aus, Junge. Seht euch diese Weitsicht rein. Diese Musik, das so hier gerade, ist so mega chillig alles. Boah, Junge, ey. Boah, ich bin so gespannt. So gespannt. Alles klar, ich schaffe das. Alles gut. Einfach weiterklettern. Aber es ist schon wirklich ein bisschen erbärmlich von Odin, ja. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Warte mal, da unten sah das aus, als hätte man sich da unten festhalten können, weißt du? Ich kann mir schon vorstellen, dass hier irgendwo so eine geheime Höhle ist, wo irgendwas drin ist. Boah, Junge. Sieht das geil aus. Vor allem diese riesigen Nägel, weißt du? Da. Ja, ey, wie gesagt, das ist... Hey, Hugin. Du willst dir die Zeit nicht mit deiner Geschichte vertreiben, oder? Ja, dachte ich mir schon, dass du das sagst. Ich höre doch da schon wieder was, Volker, ein Geist hier oben? Mein Fresser hier, du Scheißendreck! Ja, ey, wie gesagt, Odin holt uns hier in seine Welt und wir müssen erstmal selber klettern, wir müssen selber kämpfen, wir müssen selber überleben. Das macht jetzt nicht unbedingt den besten Eindruck, dafür, dass er der krasse Altvater ist. Ein Geist! Wütende, ja. Besiegte Geister spalten sich wieder in Irrlichter auf. Also lass ich nicht nach, bis alle von ihnen bezwungen sind. Ah, wissen wir doch mittlerweile. Die Irrlichter sind überall. Heißt nicht, dass es nicht cool ist, hier so eine riesige Mauer zu klettern. Oder erklettern. Es schien, als ob Odin erklimmen. Das könnte. Das warst du in unserer Hütte, oder? Du und dein Bruder, schätze ich. Das nehme ich als ja. Zieht euch immer noch die Sicht heute rein. Fass mal. Geil. Richtig geil. Loki, der coole Boy, ey. Atmen. Und. Ja! Ich hab das Schlimmste hinter mir. Oder nicht? Nochmal einen Blick nach unten. Chillige Musik irgendwie gerade. Okay. Wollt ihr mich vielleicht einfach durchlassen? Nee, leider nicht. Nein? Wie ihr wollt. Sauber! Ah, das ist einfach runtergefallen. Loser! Ist da irgendwie ein Nest oder was? Nee, oder? Hier gibt es ja wohl kein Nest von den Irrlichtern. Ah, doch. Doch, gibt es. Ich glaube, da oben ist noch eins. Lass mich! Ah,
alles mal kaputt. Geht das? Dankeschön. Okay. Freunde, habe ich schon mal gesagt, dass ich gespannt bin, was sie gleich bereden werden. Wenn wir das überhaupt noch in dem Part erleben werden. Wir sind ja ganz schön lange unterwegs hier, ey. Um nach oben zu kommen. Ja, hoch. Verstanden. Nochmal die Sichtweite checken. Ja, okay, jetzt erkennt man die Menschen nicht mehr unten. Die kleinen schwarzen Punkte sind verschwunden. Schade. So, eh voll. Ich glaube, ja, das ergibt Sinn. Glaube ich. Ich muss aber an beide Seiten. Irgendwie wirkt es hier wie so ein Ort, den man auch mit Nathan Drake erkunden könnte, nur dass wir auch Magie besitzen, irgendwie, weißt du? Könnte klappen. Und magische Pfeile und alles. Ey, wäre doch geil, Loki, wenn die Trümmer von der Kiste einfach auf die Menschen unten prallen würde, oder? Das wäre richtig geil irgendwie. Fände ich irgendwie cool. Das wäre so eine richtige Loki-Aktion. Gar keine Gedanken machen, Mensch. Ist hier schon wieder... Scheiß Nest oder was? Gaulwach! Okay. Hey, du darfst fliegen. Ich tue, was ich kann. Neues Holz für die Bogen, nice. Ich sehe keine Abkürzungen mehr. Ich muss noch etwas weiter klettern. Oder viel weiter. Aber ich bin schon so weit gekommen. Hey, Hugin, wie wär's, wenn ich dir mal was erzähle? Es war einmal ein Riese namens Loki, der es für eine gute Idee hielt, Odins Einladung nach Asgard anzunehmen. Odin testete Loki. Er erwartete von ihm, dass er allein Rimfus Mauer ganz hinaufklettert. Junge, der Blick. Geil. Und was hat Loki... Und was hat Loki gemacht? Er kletterte weiter. Er kletterte einfach weiter. Ich frage mich immer... Schmerzen. Die Finger wurden taub. Das Atmen fiel schwer. Ich frage mich immer, wenn Leute in echt Höhenangst haben, ob sie hier auch so Angst haben könnten. Ich meine, in VR bestimmt, 100%. Da wird ja dem Hirn auch irgendwas vorgegaukelt, was nicht ist. Aber so in einem normalen Spiel, wo man auch die Spielfigur die ganze Zeit sieht, und jetzt nach unten guckt, hätten die Leute Angst? Aber Loki kletterte weiter. Einen Fuß nach dem anderen. Immer weiter. Bis ganz oben. Ja. Aber hier ist erstmal Schluss. Hier ist erstmal Schluss. Kann auch nichts dafür, dass der Weg so lang ist. Aber beim nächsten Mal werden wir endlich bei Odin sein. Ah, Freunde, ich bin so gespannt, ey. Ich bin so gespannt, ey. Bitte, Atreus, ey. Mach keinen Scheiß, Mann. Bitte. Rudi. Junge, mach keinen Müll, ey. Du hast schon genug Scheiße gebaut jetzt. Wirklich, ohne Witz. Warum hast du in jedem Spiel immer so deine Phasen, wo du komplett durchdrehst? Warum? Was soll das, ey? Ich bin gespannt. Ich bin mega gespannt. Wenn ihr auch genauso gespannt seid, gerne liken, kommentieren. Und, ja, beim nächsten Mal dabei sein. Haut rein.